Hallo und herzlich willkommen hier bei der DTG zu einer weiteren Folge des DTG Talks mit mir Matze und heute zu Gast ist der Erik. Hallo, guten Abend Erik. Einen schönen guten Abend. Freut mich sehr, dich Angesicht zu Angesicht zu sehen und kennenlernen zu dürfen. Gleichfalls. Ja, heute ist der 7.1. im neuen Jahr 2023. Also, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wann ihr das da draußen jetzt seht. Kann Sommer sein oder auch schon wieder Herbst. Mal schauen, wie das so alles funktioniert. Ja, nichtsdestotrotz, bist du denn gut reingekommen ins neue Jahr? Ja. Ja, immer so, das ist mal auch meine Antwort. Ach ja, meine Güte, es war halt ein Tag, es kam die Nacht. Und Hobbit-mäßig gut gegessen. Ansonsten bin ich in einem Alter, wo ich mich um 12 Uhr aufreg, dass ich am Fernseher nichts mehr verstehe. Ja. Mit meiner Frau um 10:30 rum eine gute Serie entdeckt und die mussten wir dann pausieren, weil wir haben die in der Nacht auch noch zu Ende geguckt, durchgebinged. Ja, sehr schön. Oh ja. The Bear, Disney Plus, kann ich jedem empfehlen. Ja, habe ich auch schon öfters gehört von. Man kriegt Hunger bei der Serie. Ja, es geht um ein bisschen. Ja, das stimmt. Das habe ich auch schon mitbekommen, ja. Ja, gut. Dann haben wir das Thema auch schon abgehakt, den Jahreswechsel. Und kommen wir ja zu wichtigeren Sachen. Hauptsache, man ist gesund und munter reingekommen und dass das Jahr neu startet. Genau. Und wir fangen an dieses Jahr mit dir, Erik, hier beim DTG-Talk. Natürlich alle weiteren Informationen auf der Homepage der DTG. Wo ihr die findet, wisst ihr natürlich jetzt schon längst. Und ja, wo kommst du denn, aus welchem Teil von Mittelerde kommst du denn genau her? Wo bist du jetzt? Wo sitzt du? Ich sitze in Mittelfranken, ein paar Kilometer von Nürnberg entfernt. Heimstadt von Adidas und Puma in Herzogenaurach. Ah, das kennt natürlich jeder. Aber wie man hört, bin ich nicht gebürtig hierher. Wo hast du deine Wurzeln? Mühlheim an der Ruhr, Potsau bin ich. Oh, okay. Ja. Schön. Heimatstadt von Helge Schneider. Muss man kennen. Was machst du denn so in deiner, also nicht in deiner Freizeit, sondern in deiner Nicht-Freizeit? In meiner Nicht-Freizeit? Ich beschäftige mich hauptsächlich mit dem Klavier, also beruflich wie privat. Ja, und ja, anderes Hobby ist da eigentlich so nicht. Okay. Also es ist sowohl Hobby als auch Broterwerb. Ja, und halt da das private Klavierspielen dreht sich seit 2017 immer nur um Tolkien. Also seit 2017 mache ich kaum was anderes am Klavier. Aufmerksame Hörer des Podcasts, des Tollcasts, haben dich wahrscheinlich schon an der Stimme erkannt. Du warst ja schon bei 2 Folgen, glaube ich. Drei Alben, 3 Folgen. Ja, aber das ist keine Werbesendung. Nein. Wer da mehr über dich wissen will und über deine Musik, kann da natürlich gerne reinhören. Zu finden natürlich auf der Homepage Tollcast. Unter anderem die letzte Folge im November 2022, Folge Nummer 116. Da kann man deine Werke hören. Ja, Musiker. Musik ist immer schön. Ja, ja, es ist ja auch viel für so einen Film gerade mit das Wichtigste überhaupt. Ne? Also nicht nur bei Tolkien, also bei dem Film, bei den Herr der Ringe-Filmen oder andere Genre auch, ne? Also Star Wars zum Beispiel oder hörst du dann immer so, konzentrierst du dich auch mehr auf die Musik dann, wenn sowas kommt? Oder wie ist das? Ich kann mich nicht auf Musik konzentrieren. Also ich kann nicht auf Durchzug schalten. Ich kann kein Radio nebenher hören. Musik ist, das findet immer irgendwie den direkten Zugang und das läuft nie nebenher. Deswegen ist es auch immer relativ anstrengend. Also ich selber höre nicht viel Musik, weil das ist, für meinen Kopf ist es immer Arbeit. Ja.
Aber im Film achte ich natürlich auch darauf. Wir haben gestern Abend einen Film geguckt, wo ich mir nach einer halben Stunde gedacht habe, das könnte er sein. Nach einer Dreiviertelstunde war ich mir sicher, welcher Filmkomponist das ist. Währenddessen habe ich aber dann auch relativ wenig vom Film mitgekriegt. Und es war Howard Shore übrigens. Ja, der hat mehrere Sachen im Petto. Ja. Ja, Film war nicht so besonders, aber Musik war gut. Ja, das ist doch schon mal was. Ja, die DTG, die Deutsche Tolkien-Gesellschaft. Seit wann bist du denn da aktiv dabei? Also Mitglied? Ich bin da Mitglied, weil ich aktiv dabei bin. Seit 2017. Ich weiß nicht, was der erste Grund gibt. Ja, doch, nach dem x-ten Mal lesen vom Silmarillion hatte ich ein paar. X-mal. Hatte ich. Ist mein Lieblingsbuch, ja. Hatte ich ein paar Lieder geschrieben zu ein paar bestimmten Orten. Und dann kam ich auf die Idee, jetzt irgendwann wurde mir dann klar, das ist alles aus Beren und Lúthien. Und dann habe ich den komischen Drang gehabt, die ganze Geschichte zu vertonen. Und seit ein paar Jahren hatte ich schon immer mal wieder einfach mal ein paar CDs aufgenommen und die so in der Verwandtschaft verteilt. Und dann habe ich aber irgendwie mal mitgekriegt, dass die rechte Lage wohl sehr streng gehandhabt wird. Und ich weiß nicht, warum ich das so ernst genommen habe, aber ich habe dann der DTG einfach eine E-Mail geschrieben, um zu erfragen, was dürfte ich denn auf die CD vorne überhaupt draufschreiben? Ja, und da kam relativ schnell eine Antwort zurück, dass so das darf draufstehen. Ja, und dann, glaube ich, einen Tag später kam eine E-Mail, ja, magst du das nicht mal beim Ting spielen? Gleich. Ja, da, wenn man nicht gleich Nein sagt, ist man da gleich voll dabei. Ja. Nein, das war in den letzten Jahren einer so mit der besten Sachen, die mir passiert sind. Ja, wie gesagt, seit 2017 bin ich auch relativ schnell Mitglied geworden in Nürnberg zum Stammtisch Mittelfranken gekommen. Genau, meine nächste Frage, genau, ob du regelmäßig auch Stammtische besuchst, ob du das schaffst oder. Ja, schon eine, nur aus Krankheitsgründen wird abgesagt. Okay, ja. Der letzte jetzt am 3. Januar, der war übrigens wieder sehr, sehr schön. Ja, genau, den Geburtstag, der weltweite, wurde auf den Professor angestoßen. War für mich das erste Mal, ne? Also generell, ich bin ja erst seit Juni, Juli Mitglied und überhaupt, ja, auf dem Discord war ich ein bisschen vorher, durch diesen Podcast bin ich dazu gestoßen oder durch den Podcast bin ich darauf gestoßen und ich lese mich quasi noch neu in die Welt ein. Also Was eins liest nach du denn dem anderen. gerade? Aktuell, mein Lesestapel ist jetzt Silmarillion, bin ich, ich sag mal, ich glaube, zu ein Drittel, zwei Drittel durch. Also über die Hälfte habe ich schon. Ja, das letzte war Beren und Lucien. Und jetzt war das letzte, also das nächste Kapitel davon, glaube ich. Da bin ich mittendrin. Und wie gefällt's dir? Ja, es hat erstaunlich gut. Also klar, Über gerade. Silmarillion hängt irgendwie immer so eine schwarze Wolke, weil Ja. einem jeder erzählt, was das für ein Werk ist und wie kompliziert und man. Ich spiele jetzt auf keinen bestimmten an. Es gibt Leute, die behaupten, man müsste Namen auswendig lernen und sich Listen machen und sich am besten Stammbäume karten und. Ja, so habe ich auch angefangen. aber auch dann Na, schnell wieder nee. sein lassen. Nein, Weil es. beim ersten Mal lesen, man versteht nichts. Beim zweiten Mal lesen hat man schon ein bisschen was behalten. Beim 10. Mal lesen hat man ganz viel behalten. Ja, Das also habe ich mir auch schon gedacht, ja. trotzdem hat es mir seit dem ersten Mal gefallen, ja. Nee, gerade so, ja, die letzte Geschichte, das war wirklich. Würde ich auch gerne auf einer großen. Ja, ob man sowas mal sieht im Bild oder so, die ganzen, ja, die Schlachten oder die ganzen
von Morgoth und den Wölfen da mit dem Wolf. Und ich dachte, wow, was lese ich jetzt da? Also Beren und Lucien. Ja. Da dachte ich erst, okay, das ist mal cool. Ja, und plötzlich taucht ein Werwolf auf, wo man ihn nicht vermutet und nicht verortet. Ja, genau, ja. Ist wunderschön. Ja, ansonsten lese ich, nee, das war es eigentlich. Herr der Ringe ist zwar immer noch auf dem Stapel, ist hier mit Lesezeichen nochmal versehen, habe ich nochmal, also die Gefährten nochmal angefangen zwischen den Tagen, aber erstmal konzentriere ich mich lieber auf ein Werk und dann zum nächsten, dann wieder zum nächsten und sonst werde ich, glaube ich, nie fertig. Da ich nebenbei noch ein paar Comics, also andere Comics lese, zum Beispiel hier, vermehrt und Zwei Sachen parallel lesen mag ich auch nicht. Also ich höre im Moment im Auto zwar Herr der Ringe Hörbuch und lese ein anderes Buch nebenher, aber zwei Bücher lesen, nee. Ist immer schwer, das stimmt. Ja. Also für uns anscheinend. Für manche wahrscheinlich nicht. Ja, heute kam gerade noch Neues an, die Biografie von dem Professor kam heute, habe ich mir bestellt. Damit es nahtlos weitergehen kann, weiß ich dann durch. Der Bücherschrank steht voll mit Sachen, die ich noch nicht gelesen habe. Ne? Ja, ich muss auch jetzt anbauen. So Bücherregalmäßig. Beim Briefen bin ich im Moment. Ah, ja, das war ja auch ein großes Thema, genau. Ja, hab ich mich auch lang vorgescheut und dann kam jetzt die erste Podcast-Folge raus mit den Briefen. Ja, und wollte dann eigentlich so schön Brief für Brief mitlesen. Das hört sich ja auch entspannt an. Manche Briefe sind ja wirklich auch nur ein paar Zeilen lang. Mhm. Und dann nahm ich das in die erste Hand und 50 Seiten waren weg. Das ist der Hammer, was man da rauslesen kann. Ja. Und ich hab mir nach den ersten 3-4 Seiten habe ich mir gedacht, der hat sich im Zaum gehalten, schön einfach zu schreiben. Weil die Briefe sind, finde ich, in einer noch viel komplizierteren Sprache. Mhm. Ja. Wo du dir wirklich manchmal denkst, jetzt hast du da 3 Seiten Brief gelesen, also war da jetzt ein Punkt drin? Ich glaube, ich habe nur Kommas und Semikolons gesehen. Ist ja ein Freund der verschachtelten Sätze. Aber ich bin total begeistert davon und ärgere mich, dass ich das nicht schon vor Jahren in die Hand genommen habe. Ja, ich ärgere mich generell, dass ich wirklich so spät dazu gekommen bin, aber deswegen hole ich das alles nach und nach auf und habe meinen Spaß damit. Auf welchen schönen Events, du sagst das Tolkien Tag oder Ting, wo hast du dich präsentiert das erste Mal? Auf dem Tolkien Ting. Ting, genau. Ja. Wir haben noch weitere Events besucht? Ja, nach dem ersten Auftritt am Tolkien Ting kam 5 Minuten später der Sebastian zu mir und hat gefragt, sollst du da mal auf dem Tolkien Tag spielen? Deswegen bin ich dann im nächsten Jahr zum ersten Mal zum Tolkien Tag gefahren. Mhm. Ja. Und in der Zukunft dieses Jahres auch wieder mit eingebunden? Tolkien Tag ist geplant? Weil, was heißt geplant? Ich komme aus der Nummer, glaube ich, nicht mehr raus. Und Tolkien Ting bin ich angemeldet und mein Programmpunkt ist eingereicht, ja. Ja. Also Tagen sehen wir uns dann definitiv. Ting. Aktuell schwank ich noch. Sind fast keine Betten mehr frei. Ja, es wird wahrscheinlich auf dem Mehrbettzimmer drauf hinauslaufen. Da entschuldige ich mich jetzt schon bei allen, die bei mir im Zimmer schlafen müssen. Zeltplätze sind noch genug frei. Ja. Das störst du keinen. Aber nur im Ort? Zelt habe ich nicht. Ich habe echt kein Zelt. Das kommt noch. Da freue ich mich immer, direkt nach der Anmeldung freue ich mich darauf bis Ende Juli. Das ist für mich mit das Jahreshighlight. Einfach eine wunderschöne Veranstaltung. Ja, das glaube ich. Ich habe ja wirklich auch nur Gutes gehört und gesehen. Von der Mitgliederversammlung bis das Wochenende und die Events, die da alle stattfinden. Und wer weiß, wer da jetzt ja alles auftaucht noch. Ja, ich bin gespannt auf den, wer Ehrengast ist. Weil letztes Jahr Brian Sibley, das war... Lässt sich das noch übertreffen? Also... ja, Tom Shippey war auch klasse. Brian Sibley fand ich ein wenig nahbarer. Ja.
Das, ja. Jetzt sicher lässt sich das toppen, auch nur Peter Jackson aufzutauchen. Ja, dann bin ich die Idee. Ja. Ja, was macht er? Er hat doch frei wahrscheinlich. Er macht Der macht einen Haufen sehr, sehr guter Dokus. Also die Beatles-Doku, das heißt Doku, das war lang, aber für mich sehr interessant. Das Material, was der zusammengestellt hat aus dem Ersten Weltkrieg, We Shall Not Grow Old, ja, finde ich grandios. Ja. Ja. Der Mann ist wirklich Koryphäe auf seinem Gebiet. Also meiner Meinung nach. Ja, ihm hängt jetzt aber auch nach, dass er den größten Kinoflop aller Zeiten produziert hat. Ja. Mit, wie heißt er? Ich weiß es gar nicht, er steht unten im Schrank. Und ich kann dem, King Kong, meinst du? nein, 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 der mit den fahrenden Städten. Ach, auf Gott, So, ja. hallo, hallo, hallo Gütersloh, hier kommt Bielefeld angefahren. Aber, ja, meine Güte. Stimmt, Man, den hätte ich gar nicht mehr Stimmen gehabt. mir fällt auch echt gerade der Titel nicht Ja, ein. irgendwas mit Fahren oder Städte und genau, ja. Ganz tolles Buch wahrscheinlich wieder verfilmt worden, aber. Ist eine Comic-Verfilmung, glaube ich. Okay. Ist schon. Ich dachte, du sprichst jetzt einen anderen Film an, Was? der im Tolkien-Universum spielt, also im Herr der Ringe-Universum, der Hobbit oder die Trilogie der Hobbits. Habe ich auch kein Problem mit. Sehr schön. Also ich, nee, ich weiß nicht, ob ich so anspruchslos bin, aber ich glaube, ich kann einfach relativ gut trennen, was Adaption ist und was Originalwerk ist. Und da ich den Hobbit als Buch, also ich glaube, den Hobbit habe ich bisher am wenigsten wiederholt gelesen von den Tolkien-Sachen. Ja. Meine Güte, jetzt gibt es halt die drei Filme und ja, kann ich mir gut angucken. Genau, so sehe ich das Also auch. mir tun die nicht weh. Ja, auf den Events, wo du warst, irgendwelche, also richtig besonderen Erlebnisse, wo du gern zurückdenkst an alle oder speziell was? Ja, ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir sind ja unter uns. Klar, hier ist keiner im dunklen Zimmer. So in frühen 2000ern, da ist bei mir was passiert, dass es mir danach nicht gut ging. Lass mich das mal so verklausulieren. Und ich habe quasi nichts gemacht, außer meiner Arbeit. Außer Geld verdienen habe ich nichts gemacht. Keine sozialen Kontakte, nichts. Wie gesagt, frühe 2000er, also spätestens ab 2002, 2003. Und dann kam dann eben 2017 irgendwann diese E-Mail, ich soll das doch mal auf dem Ting vorspielen. Und die Chance habe ich mir dann nicht entgehen lassen. Und jetzt musst du dir vorstellen, ich komme dahin, wirklich als Sozialphobiker quasi, der wirklich in den letzten Jahren mit fremden Leuten nichts zu tun hatte und auch nichts zu tun haben wollte. Und ich werde da so freundlich aufgenommen, dass ich mich danach quasi wieder geöffnet habe. Also wär dieses Ding nicht gewesen. Und ich werde zwischen den 100 anderen Leuten, wäre ich da 3 Tage rumgelaufen und keiner hätte mich angeguckt oder keiner hätte mich mal angesprochen und gesagt, ey, setz dich mal zu uns. Und Sebastian saß in der MV neben mir und hielt mir sofort eine Tüte hin mit irgendwas zu essen drin. Da greif mal rein, probier mal. Alles so super nette Leute und so super offen. Wäre das nicht passiert, dann würde ich hier immer noch sitzen und nur meine Arbeit machen. Also ich bin danach wieder
quasi normal geworden, wenn man das so sagen kann. Mit Interesse an einem normalen Leben. Also in letzter Konsequenz hätte es dieses Ding nicht gegeben, hätte ich meine jetzige Frau nicht kennengelernt. Also die habe ich nicht da kennengelernt, aber ich hätte auch überhaupt kein Interesse daran gehabt. Also das bedeutet mir eine Menge, dass die Leute so offen sind, wie die einen aufnehmen. Und ich kann jedem nur empfehlen, der Interesse an Tolkien hat, das mal auszuprobieren. Das ist einfach eine wunderschöne Sache. Ja, das ist doch eine schöne Lebensgeschichte und finde ich gut, klar. Ist bei mir ähnlich so mit den ganzen Folgen, die ich vorher mit meinem anderen Kanal schon, ich habe immer noch eine Hemmschwelle, ich bin vor jeder Folge nervös, egal was ich mache, ob ich schon 200 Folgen gemacht habe oder 300. Es ist immer, auch wenn wir aufgezeichnet sind, noch nicht mal live, also da man ja im Nachhinein doch einiges rausschneiden kann, was einem nicht so gefällt, aber trotzdem, immer wieder neue Leute kennenzulernen, die man vielleicht durchs Schreiben erstmal nur kennengelernt hat und dann wirklich sieht und die ja so richtig kennenlernt. Das ist meist am Anfang immer so ein bisschen. Und dann, klar, taucht man natürlich auf und das schult auch. Ne? Und das ist das, was ich von den ganzen, ja auch seit Corona, habe ich mich damit beschäftigt, wie man so einen Podcast alles macht. Und da aus meiner Sicht geht man anders auch ins Leben hinaus und geht anders auf Leute zu. Also auf Veranstaltungen oder auf irgendwelchen, ne, Stammtisch, haben jetzt ein erstes Stammtischtreffen, ne, da ist man ja auch so ein bisschen noch alles neu und jetzt komme ich dahin, der das Buch einmal gelesen hat und ich wirklich nicht weiß, was da drin steht oder so. Ne. Ja, alles vollkommen egal. Hauptsache, Ja, man ist da und Freunde ist sind. in, ist in dem, ist in dem Verein sowieso total egal. Also als eben diese schöne Mischung hat, vom Akademiker, der sich jeden Tag beruflich damit beschäftigt, bis zu den Leuten, die vielleicht die Filme mögen und gar kein Interesse an dem Buch haben und halt einfach trotzdem ein Riesenfan sind und dem Mann da halt dankbar dafür sind, dass er das mal in die Welt gesetzt hat. Und deswegen machen wir das jetzt natürlich für Unentschlossene oder für, ja, für alle Mitglieder natürlich schon oder für Tolkien-Fans, um mal hier einen kleinen Einblick zu bekommen, wer denn alles so in dieser Tolkien-Gesellschaft rumläuft, dass wir auch nur alle Menschen sind und so wie ich, keine Ahnung, ja. Und die Filme, ich bin mit den Filmen groß geworden, die Literatur kam erst viel später und klar, da gibt es auch andere, die haben halt ja, die Erstausgabe noch nicht gelesen, das ist ein bisschen, ich glaube, davon. Bei mir war am Anfang das Online-Rollenspiel. Okay. Mein Bruder hat es gezockt. Ich habe dem mal über die Schulter geguckt. Cool, auch anfangen. Und dann kam da im Spiel, weil die haben ja die Rechte an der Buchvorlage. Da kam da im Spiel auf einmal Sachen vor, die ich dann aus den Filmen nicht kannte. Und dann wurde ich aber neugierig. Wer ist denn Tom Bombadil? Den muss ich jetzt mal kennenlernen. Also Buch kaufen, Buch lesen. Also auch quasi von hinten aufgezäumt. Auch interessant, ja. Ja, also Tolkien, Freizeit im Beruf, sowie im Beruf ist immer präsent bei dir. Also. Im Beruf nicht, nee. Also Ah, okay. ich bin der Klavierlehrer. Meine Schüler interessiert es herzlich wenig. Interessiert es aber herzlich wenig, was ich selber komponiere. Ah, Also ich geh damit bei meinen Schülern auch nicht hausieren. Also guck mal, was ich hier Tolles gemacht habe. Nee, ich bin. Nee. Die sollen sich mit ernsthafter Musik beschäftigen. okay. Nicht mit meinem Zeugs. Ich singe auch gerne, ich tanze gerne, ich singe gerne und das ist so mein musikalisches. Ja, aber solltest du aus Tink kommen? Mit deinem Bart wärst du ein guter Kandidat für den Zwergenchor. Wenn es den dieses Jahr wieder gibt. Aber ich habe da so Gerüchte gehört. Zwerg. Hast du Favoriten, was die Literatur betrifft? Was du ja schon gesagt hast, dass wahrscheinlich Silmarillion das A und O ist bei dir. Jeden Fall des Silmarillion. Weil es einem halt
Es ist halt der Rahmen für alles andere. Ja. Also Und so. eben, und wegen dem ersten Kapitel natürlich, weil wie geil ist es für einen Musiker, dass die Welt durch Musik erschaffen wird? Denkt man eigentlich, das kann sich nur ein Musiker ausdenken. Wahrscheinlich, ja. Wo bei mir beim Lesen, also da stand zwar Gesang, ja, also der Gesang, aber ich habe das erstmal so gar nicht realisiert, dass es also dann wirklich um Musik ging. Irgendwie weiß ich auch nicht. Das ging bei mir Es nicht. wird ja wirklich, steht ja wirklich da, dass Ilúvatar drei Themen vorgegeben hat. Und Thema ist ja wirklich Begriff aus der Musiktheorie. Also doch, das war mir schon klar. Ja, hätte ich im Musikunterricht wahrscheinlich auch besser aufgepasst, dann hätte ich das wahrscheinlich auch gewusst. Hatte ich das mal Musikunterricht? Keine Ahnung. Musikunterricht ist so ziemlich an mir vorbeigegangen. Ich hatte auch nie gute Noten im Musikunterricht. Musiklehrer und Lehrerinnen können das halt überhaupt nicht leiden, wenn da so ein kleiner Klugscheißer drin sitzt, der fragt: Ja, da gibt es aber das noch und da gibt es aber das noch und haben Sie das nicht vergessen? Ja. Nee, schon Silmarillion, dann der Herr der Ringe danach. Nochmal zurück zu zu eurem Stammtisch. Jetzt aktuell, wie nennt ihr euch? Wo war Gondor? Okay. Und trefft euch An auch. Antwort beim Stammtisch Mittelfranken. Genau. Also natürlich alle Stammtische auch auf der Homepage. Da findet ihr alles über die Stammtische, wo sie sind und wer der Ansprechpartner ist. Ja, Mittelfranken ist groß. Wir treffen uns immer in Nürnberg. Das ist bestimmt auch gut besucht dann, oder? Also. Könnte besser sein. Also wir sitzen manchmal zu viert da, wir sitzen manchmal zu acht da. Ja, schwankt, ne? Ja, klar. Nicht jeder Ja. kann immer und aber so ein harter Kern, den gibt es dann wahrscheinlich, ne? Ja, in Nürnberg war ich von der Schule, Berufsschule. Ich musste echt reisen. Ich habe einen Beruf gelernt, der an zwei Schulen in Deutschland gelernt wurde, in Schweinfurt und Nürnberg. Durfte ich ein paar Mal im Jahr hinfahren und dort zur Schule gehen. Schön da, muss ich sagen. Weihnachtsmarkt durfte ich mitnehmen. Also für mich als Tourist sei fast schön. Also, Christkindlesmarkt war ich zum letzten Mal, ich glaube, mit der Schule. Ist das ein Pflichtprogramm, wenn man da wohnt? Ne? Nee, das sind Menschenmassen und alles riecht komisch. Nee, ist nee, nicht meins, nee. Ja. Was hast du denn für deine Meinung zu der neuesten? Ich weiß nicht, ob du darüber schon mal gesprochen hast oder geschrieben hast zu der Serie, zu der TV-Serie oder Amazon-Serie, Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Magst Ja, du darüber was sagen? die Frage muss ja kommen. Natürlich. Ja, ist bei mir das gleiche wie im Hobbit. Ich habe kein Problem mit der Serie. Ich habe jede Folge fünf, sechs Mal gesehen. Also in der gleichen Woche, bis die nächste Folge rauskam. Ich habe die, als sie dann komplett draußen war, habe ich sie nochmal fast am Stück geguckt, also in zwei Schichten. Dann festgestellt, dass die sich wesentlich besser eignet, um am Stück geguckt zu werden. Also vielleicht hätten die sich da ein bisschen die Netflix-Politik aneignen sollen und das komplett veröffentlichen. Vielleicht wäre sie dann einen kleinen Ticken besser angekommen. Es gibt da Stellen drin, da geht mir der Hut hoch, dann rege ich mich ein paar Minuten darüber auf und am nächsten Tag habe ich mir das irgendwie schön geredet und dann, wie gesagt, vielleicht weil meine Musik auch eine Art Adaption ist. Vielleicht tue ich mich deswegen mit Adaptionen relativ leicht. Natürlich ist mit meiner Musik keiner so kritisch. Keiner kommt nach dem Konzert zu mir her und sagt, ey, das Lied ist,
Das war jetzt aber nicht wie im Buch, weil es einfach Quatsch ist, also einfach viel weiter voneinander entfernt ist. Ich finde andere Adaptionen schlimmer als die Serie. Ich kann zum Beispiel mit den Zeichentrickfilmen überhaupt nichts anfangen. Habe Da ich noch gar nicht gesehen. geht mir die Musik schon so auf den Keks und ich weiß, jetzt werden Leute dann vor ihrem Laptop sitzen, wenn sie das Video gucken und die Hände im Kopf zusammenschlagen, weil alle die Musik in den Zeichen, in dem Bakshi-Film immer so toll finden. Nee, brauche ich überhaupt nicht. Der auch vom Hobbit und von dem Nachfolger Return of the King von Rankin Bass, der Zeichenstil, das ist überhaupt nicht meins. Und was zeigen sie dieses Jahr am Freitag auf den Tolkien-Tagen? Ja. Den Film. Ja, er gefällt eine Menge Leuten, aber muss ja nicht jedem gefallen. Auch das steht bei mir im Schrank. Ja. Ja, wie das so ist, Freiluft und ob man das also wirklich wahrnimmt dann da oder abgelenkt wird, wenn nebenbei das andere Festzelt voll mit Essen und Gesang ist und unser einer muss einen Film gucken. Aber auch das werden wir schaffen. Und ich bin da auch sehr gespannt. Also ich freue mich wirklich auf die Tolkien-Tage. Das war so das Erste, was ich überhaupt so mitbekommen habe, als sie im Podcast darüber alle gesprochen haben, wie toll das dann ist, dachte ich, wow, so groß. Ein Verein. Ich meine, ich bin auch wirklich in vielen Vereinen, also meistens ja Sport oder ja, so ein Footballverein und Star Wars-Verein, aber so groß wie die DTG ist. Und dann die Tolkien-Tage allein schon. Bin ich wirklich, wirklich gespannt auf. Und Du bist in einem Footballverein. naja, nicht aktiv, sondern von einem NFL-Team, der deutsche Ableger hier, das war also der Verein, der Fanverein. Also es ist zwar ein offizieller Verein, Welcher NFL-Verein? die Steelers. Genau. Okay. Das ist schon so Ja, mal. ich bin ganz langweilig Seahawks-Fan. Naja, so, es war mal, ja, ihr hattet auch eine gute Zeit mal. Ja. Bis letztes Jahr. Ist dieses Jahr ein bisschen Ja. schwierig, ja. Das ist. Aber besser, als ich vor der Saison gedacht Ja. habe. Ja, in dem Sport ist es halt nun mal so, wirklich, dass man seine Zeiten hat und dann geht es wieder runter und dann muss man Ja. sich, außer man hat einen Mann in einem Team, dann geht das über, manch oft über Dekaden in den Super Bowl. Ja. Ja, würdest du dir denn mehr von solchen, also das Medium Film, Film oder Serie wünschen? Also jetzt hochwertige Produktionen. Das ist immer so eine Sache. Ich bin sehr gespannt auf den Animationsfilm, ich habe es gerade in meinem Hirn verlegt, kommt der nächstes Jahr raus? 24? Bestimmt. Ich glaube schon. Ja. Ich hab ja vor ein paar Jahren schon mal gedacht, ey, warum nicht eine Anime-Serie machen über einen Herrn der Ringe, der sich mal wirklich komplett ans Buch hält? Also die Serie, die kann ja dann von mir aus auch, was weiß ich, wie lang sein. Ich glaube, Zeichentrick und Anime eignen sich ganz gut dafür. Also Ja. auf den bin ich sehr gespannt. Und vielleicht gucke ich es dann auch mal in Originalsprache, weil sind ein paar gute Sprecher dabei. Ob ich meine Lieblingsgeschichte Bären und Lucien wirklich mal sehen will, weiß ich gar nicht. Also, dann wäre auch ich bei dem Punkt, dass die sich wirklich haargenau dran halten Ja. müssen. Weil dieser Dünkel, ich mache das jetzt noch besser, als er es geschrieben hat. Den kann ich dann immer nicht nachvollziehen. Ich setze mich auch nicht ans Klavier, nehme mir, was weiß ich, Beethovens Neunte für Klavier, die von Franz Liszt für Klavier umgeschrieben wurde, und fange dann an, da drin rumzukritzeln, weil ich es besser kann. Und es ist halt nun mal ein Meisterwerk.
von einem Meister und dann bilde ich mir nicht ein, das irgendwie. Oh, ich habe jetzt so eine gute Idee, das baue ich jetzt noch mit ein. Das kann ich mal. Das funktioniert manchmal so als auf der Couch sitzender Konsument. Aber es funktioniert halt auch manchmal nicht. Und als das irgendwie diese 3 Jahre im Raum stand, Amazon macht diese Serie, da habe ich mir immer gedacht, ja, ist doch in Ordnung, die haben Geld genug. Und Hauptsache Disney hat das nicht in die Finger gekriegt. Weil, ja, ich glaube, das wäre viel, viel schlimmer geworden. Die hätten zwar auch das Geld dazu, aber dann wäre nach 5 Minuten irgendjemand ohne Grund aufgesprungen und hätte ohne Grund angefangen zu singen. 5 Minuten lang. Und Naja. Star also, Wars singt auch keiner. ja, bei Tolkien dürfen ja Leute singen, ja, Ja. aber bei Disney ist es immer so, jetzt sind 5 Minuten rum, jetzt muss auch mal wieder jemand ohne Grund aufspringen und ohne Grund anfangen zu singen. Also es hätte wesentlich schlimmer kommen können. Und meine Güte, jetzt gibt es die Serie halt und es wird diese 5 Staffeln geben. Ja, und ich werde sie mir auch nochmal anschauen, wenn es wieder soweit ist und die nächste Staffel im Hause steht, vor der Tür steht, werde ich mir mit Sicherheit die erste auch nochmal anschauen und damit. Klar, für mich ist auch, wie gesagt, als Neuling, sage ich mal, in Anführungszeichen, sich dann reinliest in die Story, dann sagt man ja, oh, wieso haben die dann so in der Serie? Oder das gibt ja doch wirklich keinen Sinn. Also nicht nur das, was man schon eh gesehen hat mit dem Vulkan und naja, es überleben halt viele und aber diese ganzen ja, Elbengeschichten und das ist wirklich in den Büchern, also kann ich auch nur jedem empfehlen, der viel liest oder gerne mal reinstuppern. Das ist ja eine Welt für sich ist so. Ich kann halt immer mit dem Vorwurf nichts anfangen, die hätten sich keine Mühe gegeben. Na, das haben sie bestimmt hoch, ja. Weil Glaube ich. da hat keiner gesessen und sich gedacht, ey, das klatscht mal den jetzt mal so hin, das ist scheißegal, da steht Tolkien drauf, das wird eh geguckt. Also dieses dieses Absprechen von einem guten Willen, das gut zu machen, da vielleicht auch, weil ich selber kreativ tätig bin, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Die haben ihr Bestes gegeben und ja, vielleicht sehe ich das an manchen Stellen nicht so, dass es, aber in dem Moment haben die gedacht, das ist gut so. Ja, ob das jetzt hätten sie sich lieber noch ein Jahr Zeit lassen müssen oder und war ja auch zeitgebunden, dass sie irgendwas rausbringen Ja. müssten. Und das sind dann halt wahrscheinlich Faktoren, die dann zur Entscheidung führen, die im Ja, Nachhinein nicht so toll waren. aber da habe ich als Konsument, der auf der Couch sitzt, wie kann ich mir da einbilden, da so einen Einblick drin zu haben, Ja. wenn ich mal von, keine Ahnung, von irgendeiner Filmzeitschrift irgendeinen Artikel gelesen habe, das ist so und so und so abgelaufen. Da kann ich doch nicht wissen, aber das ist wirklich so und so und so abgelaufen. Also die haben halt unter diesen Umständen diese Arbeit abgeliefert. Und wer jetzt die erste Staffel so beschissen fand, der muss ja nicht weitergucken. Genau. Und jetzt bin ich ja bei den Briefen dran. Davor habe ich den Untergang von Numenor gelesen. Und dann liest er halt und dann denkst du dir, ja, und so war es wirklich. Oder so war es nicht, aber so hat er sich das halt gedacht. Meine Güte. Wie hat der Tobias mal so schön gesagt, es ist doch nur ein fucking Film. Und es sind nur fucking, ja, das tut keinem wirklich weh. Und das macht die Bücher nicht schlechter. Fall. Und ich glaube auch nicht, dass es dem Andenken wirklich schadet. Weil wer dann da so reingezogen wird und sich dann mal ein Buch in die Hand nimmt,
dann hat es dem Andenken nicht geschadet. Mein Bruder, der da überhaupt nicht drin ist, der aber, wie ich, auch ein fleißiger Konsument am Bildschirm ist, der hat es geguckt, der fand es gut, alles in Ordnung. Ja, wurde ja auch immer diskutiert, ob wir Und jetzt. er ist ja quasi die Zielgruppe. Genau, ja. Ja. Also, ich war auch war Feuer und Flamme, als dann hieß, ja, hier, Serie und Trailer kamen dann da beim Super Bowl und dann dachte ich auch, geil, wird schon cool werden, ne? Ja, der Ladrian und so. Ja. Und aber es ist halt in der heutigen Zeit oder schon ewig, das regt zur Diskussion an, es wird mehr oder weniger fair diskutiert, manchmal natürlich oder oft auch unter der Gürtellinie. Jedes Ja. Spiel ist rausgenommen, was überhaupt nicht geht. Aber das ist halt immer die Gesellschaft, in der wir so jetzt leben müssen. Und wir müssen es würdigen und so hinnehmen, wie es ist. Genau. Ja. Jetzt haben wir aber schon viel zu viel über dieselbe Ja, Spiele verloren. und in welchen Charakter oder in welchem Volk siehst du dich so persönlich? Hast du irgendwelche Lieblingsvölker in Tolkiens Welt? Gibt's da Nee, einige? also das hört man ja immer, ich bin ein Hobbit, ich bin ein Ork. Hufflepuff? Ah, nee, das ist. nee, kann ich überhaupt nicht sagen. Auch es wird öfter überlegt, wo würde ich denn gerne in Mittelerde wohnen? Also das ist eigentlich einfach beantwortet für mich. In Augensheim, Ja. Auenland. Also zumindest, was man so sieht immer Ja, und liest. aber mit der, ja, aber mit rosa-roter Brille. Also die latente Fremdenfeindlichkeit, diese Spießigkeit, ich glaube, da hätte ich auf Dauer auch ein Problem mit. In einem anderen Podcast, da wurde mal gesagt, also es sind ja schon ein paar kleine AfD-Wähler mit dabei. Nee, kann ich auch nicht sagen. Ich glaube, wenn ich mich jetzt als Hobbit definieren würde, dann würde es auch der Musik schaden. Okay. Also ich muss mich ja gerade gerade bei einem Auftritt, ich muss mich ja quasi verwandeln. Ich kann nicht irgendein düsteres Lied über den Hexenkönig quasi im Gedanken spielen, dass ich jetzt ein süßer kleiner Hobbit bin. Sondern ich muss der süße kleine Hobbit sein, wenn ich ein Auenlandlied spiele. Und diese Verwandlung, die mache ich ja während des Auftritts quasi ein paar Mal durch. Ich glaube, das würde eher ein bisschen schaden. Nö, ich versuch das breit abzudecken, gedanklich so. Interessant, ja. Gut, dann lassen wir das, brauchen wir das nicht abdecken. Was? Welche Völker du favorisierst und also ich lege, also Silmarillion gerade ist so, da wirklich, wenn so immer wenn Morgoth und Sauron vorkommt, denke ich, da werde ich immer, naja, nicht wacher, aber dann strenge ich ein paar Gehirnzellen mehr an. Da ich, oh, über den, da möchte ich jetzt doch noch mehr wissen, noch mehr tiefer in Angband reingehen und Ja. lesen, was da abgeht so. Das Ja, finde ich. ich glaube aber, das ist Absicht, dass da irgendwo eine Grenze mit der Information ist. Klar. Ich glaube, das ist schon beabsichtigt, ohne sich da selber Gedanken drüber zu machen und auch nicht quasi das Mythische zu nehmen. Ich kann Völker nennen, über die ich auch gern mehr wüsste, ja, schon. Ich würde gern mehr wissen über Harad oder über Umbar. Weil die Völker sind da und die werden vielleicht kurz beschrieben, wie die aussehen und was die für Waffen haben, aber das geht halt nicht so tief. Und natürlich will ich wissen, wo die Endfrauen sind. Ja, das ist das größte, wenn nicht das größte Geheimnis sowieso überhaupt ist, wo sie so verloren haben. War das jetzt? War das denn jetzt?
Ich weiß nicht. Ich habe so viel gelesen in den letzten paar Wochen. Dass Tolkien dann doch der Meinung war, dass es sie wirklich überhaupt nicht mehr gibt. Das tat mir ein wenig weh. Ja. War das in einer der Briefe? Das habe ich Ich auch weiß schon es nicht. Ich vom weiß letzten nicht mehr Folge, genau. genau, irgendwo habe ich das auch mal aufgeschnappt. Ich glaube, in der letzten Folge oder in einer der Folgen, mit denen ich hier besprechen durfte, haben wir da auch das Thema gehabt, nach den Endfrauen. Also, das zieht sich durch. Wäre schade, aber was immer er sich dabei gedacht hat. In der Serie hat man ja vielleicht einige gesehen. Und das hat mich sehr gefreut. Also, das fand ich ein netter kleiner Einfall. Ja. Ja, welchen Schauspieler, wenn du dir aussuchen könntest, würdest du gerne mal treffen? Ian McKellen. Das ging schnell. Ohne lang Ja, zu schon. suchen. Ja, ist schon interessant, ja. Ja. Aber ich glaube, als erstes würde ich ihn fragen, was ihm eingefallen ist, die Rolle in Cats anzunehmen. An dem Film habe ich komplett ignoriert. Als ich die erste Rezension gelesen oder gehört habe, dachte ich, okay, nein. Oder das Bild gesehen habe, schon reicht mir das schon. Ich glaube, bei IMDb ist er mit 2,3 oder so bewertet. Und dann wurde ich doch neugierig und deswegen habe ich den mir mit meiner, ich habe den mir mit meiner Frau angeguckt. Und ich Okay. habe Ja, ich und ich habe selten bei einem Film so viel gelacht, weil der wirklich so grottig schlecht ist. Das ist ein Meisterwerk an. Ich weiß nicht, wie die. Da muss ja irgendjemand gesessen haben und gedacht, ey, das sieht gut aus, das bringen wir so raus. Und Ja. dann erster Auftritt Ian McKellen und dann weißt du nicht, warum der. Was? Der arme Mann. Der arme Mann. Wow, okay, also das wäre jetzt auch bei Cats landen, hätte ich es nicht gedacht. Also. Nee, ihn mehr kennen treffen wir schon, ja. Ja, auch mal ein Kandidat fürs Ting. Ja. Viggo Mortensen wäre unheimlich interessant, weil der macht ja auch unheimlich viele Sachen neben der Schauspielerei. Ich glaube, der fotografiert sehr viel und malt und ja. Man trifft man schon mal einen Amerikaner, der 7 oder 8 Sprachen sprechen kann. Ja. Habe ich mir letztens ein YouTube-Video angeguckt, wo es zusammengeschnitten ist, was der alles sich sprechen kann. Vor sowas habe ich immer einen großen Respekt. Ah, auf jeden Fall, ja. Schaust du oft öfters, also so im Jahr übers Jahr verteilt nochmal so die Filme und so als Also Ritual? nach meinem Geschmack mittlerweile viel zu wenig. Wie gesagt, ich bin ein oder ich und meine Frau sind fleißigste Konsumenten am Bildschirm. Stehen ungefähr 800, 900 Filme im Regal, was nicht digital vorhanden ist. Dann hilft du gut. Und wir gucken wirklich viel. Der Herr der Ringe mittlerweile nur noch einmal im Jahr ungefähr. Der Hobbit muss aber dann auch mit dabei sein, weil den findet meine Frau ganz toll. Wie gesagt, ich habe da auch kein Problem mit, der tut mir nicht weh. Ja. Auch so das Ganze, also dieses Bonusmaterial und so, schaut ihr auch mal rein. Bonusmaterial habe ich mittlerweile bestimmt genauso oft gesehen, ja. Ja, vom Hobbit, das Also, finde ich klasse. Also. ja, die Schauspieler sind abseits der Aufnahmen schon alle sehr, sehr cool, ja. Und da kommt auch so ein bisschen raus, gerade wenn es so Richtung Ende geht, warum das jetzt nicht so das große Meisterwerk geworden ist, wie der Herr der Ringe. Wenn man dann Peter Jackson quasi wirklich am Set mit beiden
bei ihm im Kopf in beiden Händen gestemmt, da irgendwo sitzen sieht und der gerade nicht weiter weiß, wie er weitermachen soll. Einfach aus Zeitmangel und ja. Er hat auch ein bisschen an seiner Gesundheit gezerrt, ne? Diese ganze Produktion. Ja, Und das heißt, ja. was man da so sieht, finde ich auch gut, dass sie das auch so alles mit reingenommen haben. Ne? Ja, Dokumentation oder wirklich sehr interessant. Und auch, ja, dieses Boot zeigt auch, ne, diese Hingabe der Schauspieler allein schon, ne? Wie er dann 18 Mal diesen Hang runterläuft und dann von Feuer umgeben. Klar, es ist dieser Job, aber gibt es Filme, so wie wahrscheinlich Cats oder so, da wo nicht so viel Hingabe gezeigt wird und. Die hatten eine sehr, sehr große Hingabe bei Cats. Die haben nämlich nachträglich wirklich jedes Katzen retuschiert, damit man die im Film nicht sieht. Muss ich das piepen? Nein. Aber nochmal kurz, ganz kurz zu Cats. Es ist doch ein Musical mit viel Musik. Ist denn die Musik wenigstens ansprechend für dich? Nee, Andrew Lloyd Webber ist ein Auch? Graus für mich. Nee, ich kann mit Musicals, ich kenne ein gutes Musical, ja, womit dir auch die Musik gefällt. Das ist Sweeney Todd. Aber ich weiß nicht, wie es bei anderen Andrew Lloyd Webber Musicals ist. Das wohl immer ein gutes Lied drin. Und da wartet man da drauf und der Rest ist Bockmüll. Ja. Naja. Ich, nee. Hatte ich ja vorhin bei Disney schon anklingen lassen. Wenn Leute im Film anfangen zu singen, da steige ich immer ganz schnell aus. Das muss wirklich zu 100% passen. Ja. Und vor allem muss es in die Handlung reinpassen, weil es was und die Handlung weitererzählen, was Disney irgendwie nicht hinkriegt, für mein Dafürhalten. Da ist die Serie übrigens ein wunderbares Beispiel. Das Wanderlied von Poppy hat da so gut reingepasst. Ist wunderbar. Und es erzählt gerade die Szene. Es erzählt gerade die Geschichte weiter. Passt von der Okay. Stimmung her rein. Mittlerweile bevorzuge ich aber eine YouTube-Version gesungen von einem Mann. Gefällt mir besser, ja. Das auch schon, ja, okay, na ja, klar. Schicke ich dir später mal einen Link. Ja. Ja, es war so eins der wirklich immer eines der Highlights, fand ich auch wirklich sehr, sehr passend und in dem Moment schön. Und der Serie, diese Szene. Zwar mit einem falsch zitierten Tolkien-Zitat am Schluss, aber meine Güte, das ist künstlerische Freiheit. Wenn es in die Textzeile besser reinpasst, dann kann ich darüber hinwegsehen. Ob das viele gemerkt. Also ich höre es jetzt zum ersten Mal, ich weiß es nicht. Also von daher. Ja, vor allem, das ist so ein Klassiker der falsch zitierten. Okay. All who wander are lost. Sieht man auf ganz vielen T-Shirts. Es gibt Leute, die lassen sich das tätowieren. Das heißt, not all those who wander are lost. Und das those hat halt in die Textzeile einfach nicht reingepasst. Ja, Mann. Aber ich saß wirklich vorm Fernseher. Oh, geil. Haben sie nur ein Tolkien-Zitat reingepasst. Passt nicht ganz, aber jeder weiß, was gemeint ist. Naja, fast hier. Ja, mein Bruder hat es jetzt wahrscheinlich nicht gerafft. Nee. Meiner Frau musste ich es auch erklären, aber ist ja egal. Ich hatte es gefreut. Ja. Erik, was steht in der nächsten Zukunft an? Also Nächste jetzt. Zukunft. Ich hab vor ein paar Tagen das erste neue Lied nach meinem letzten Album angefangen. Ja, da gibt es aber keinen Druck. Und dann mal gucken, was ich für die Tolkien-Tage zusammenstelle. Welche alten Lieder rausfliegen, weil neue dazugekommen sind, weil die neuen, die will ich natürlich schon vortragen. Ja. Und dann werden bis zum Ting, das sind ja, glaube ich, immer nur 5, 6 Wochen dazwischen. Ja, Da gute kommen, Monate, ne?
Da kommt dann normalerweise auch noch eins, zwei dazu. Und dann schaue ich mal, dass das bis zum nächsten Herbst wieder so viel sind, dass man da ein neues Album draus machen kann. Und dann steige ich auf mein Gaul, reite nach Weilheim und dann wird die nächste Podcast-Folge aufgenommen. Kann man das so wie du, also ich weiß nicht, schleppst du dann da dein Klavier mit oder kannst du auf jedem, oder muss das Spezielles sein oder wie muss Nee, ich ich das? habe jetzt auf der Veranstaltung. Oder, nee, ich habe ein sogenanntes Stage-Piano. Das ist wie ein, das ist ein Digital-Piano, aber ohne festen Unterbau. Also mobil. Es wiegt zwar fast 30 Kilo, aber es ist mobil, ja. Okay. Ja. Also oft, ja, weil Und ich weiß, klanglich oder so, wahrscheinlich Unterschied wirst du hören oder so. Gibt es da bestimmt Unterschiede? ein echtes Klavier ist immer noch besser. Du musst dir vorstellen, du fährst ein dickes Auto und es ist bei 250 ist es abgeregelt. Das ist ungefähr Digitalpiano. Irgendwann ist die Grenze oben erreicht, was du an Druck reingeben kannst. Das hat gar nichts unbedingt mit der Lautstärke zu sein, sondern mit Druck, mit der Aggressivität. Und beim Klavier hast du das Gefühl, da ist nach oben keine Grenze. Also beim richtigen mechanischen Klavier, akustischen Klavier. Wenn jetzt der Sebastian hergehen würde und würde mir auf den Tolkien-Tagen dann ein richtiges Klavier hinstellen, dann bringt es so einige Probleme mit sich. Erstens, das ordentlich zu mikrofonieren. Das ist beim Klavier nicht einfach. Und dann habe ich vorher auf dem Klavier noch nie gespielt. Und es gibt einfach bei Klavieren einen wahnsinnigen Unterschied. Das könnte dann sein, dass ich mich 10 Minuten da dran setze, das anspiele und sage, ey, ich kann mein Zeug hier drauf nicht spielen, das wird grottig. Das, ja, deswegen lieber was Eigenes mitnehmen. Und die Digitalpianos, die sind mittlerweile schon gut. Ich habe mir vor, wie alt ist das jetzt? 1,5 Jahre habe ich mir was Neues gegönnt. Da würde ich, wenn du mir die Augen verbindest und mich spielen lässt, würde ich vom Anschlag her, nicht der Klang, aber nur das Gefühl unter den Fingern, würde ich keinen Unterschied erkennen. Weil das war das erste auf dem Markt, was richtige Holztasten hat. Heißt, wenn du reinhaust, vibriert es unter den Fingern. Also es fühlt sich unter den Fingern einfach ganz genauso an wie ein echtes Klavier. Nö, damit komme ich schon gut zurecht und mittlerweile verbringe ich mindestens die Hälfte der Zeit am Digitalen, weil ich eben wochenlang für die Auftritte nur darauf übe, weil ich es dann darauf gut können muss, auch wenn es meinem richtigen Klavier recht ähnlich ist. Ja, und wenn ich für die Aufnahmen übe und die Aufnahmen selber, die mache ich auch über das Digitalpiano, weil es eben viel, viel einfacher ist. Weil ich habe keine, was bräuchte ich für Mikros, um mein richtiges Klavier abzunehmen, zum Aufnehmen. Bis ich damit zufrieden werde, wäre ich bei so drei Neumann-Mikrofone, schön großmembranen Kondensatormikrofone. Da bist halt mal mit 20.000 Euro dabei. Okay. Okay. Nee, da gehst du ganz einfach Ja. mit ein paar Kabeln aus dem Digitalpiano raus. Ist einfach viel, viel einfacher. Okay, kurzer Ausflug in die Musikbranche. Ja, Was das ist halt erwartet? so Tolkien-esk bestimmt es halt quasi so mein Jahresablauf. Was ich jetzt nach den Briefen lese, habe ich noch keine Ahnung. Ja. Ja, es sind ja ein paar Briefe, ein paar Seiten und aber wenn man gut vorankommt, dann. Ja, das liest sich aber super weg. Also ich habe gestern Nacht, glaube ich, wieder 80, 90 Seiten gelesen. Werde ich natürlich auch auf jeden Fall auch aufnehmen in meine Bibliothek und
Ich weiß es. Ich habe noch nie die Kriege-Übersetzung vom Hobbit gelesen. Weil, wer war der andere? Walter Scherf? Walter? Walter? Waltraud? Ich glaube, Walter Scherf. Ich glaube, der hat ein paar Lieder einfach weggelassen. Ein paar Liedtexte, wo da nur steht und sie sangen und dann geht's weiter. Und bei Kriege sind wohl die Lieder mit abgedruckt. Ah. Meine ich gehört zu haben. Deswegen hatte ich mir das vor einiger Zeit besorgt. Muss ich den Hobbit nochmal lesen? Mal gucken, ob es mir dann besser gefällt. Ja, ist natürlich ein Aufruf an euch da draußen, die jetzt bisher dran geblieben sind. Schreibt natürlich mal gerne in die Kommentare, was ihr so lest oder gelesen habt oder welche Übersetzungen euch besser gefällt. Also ist ja auch immer so, damit fing es, glaube ich, auch so bei mir an, so was die Podcast-Folgen betreffen. Weil ich kenne einige Leute, die haben wirklich angefangen und die waren dann sofort raus, als Postamt erwähnt wurde oder beim Postamt abzuholen sind. Nee, war das Postamt? Büro. Fundbüro. Dafür auch, ja, Ja. meine Güte, dann kann man ja auch weiterlesen. Aber okay, dann. Ja, war mir Nee. nie bewusst gewesen vorher. Also ist halt so. Ich kenne beide Übersetzungen, weil das Hörbuch, das gibt's eben nur in der Krieg, nur das hat die andere Übersetzung. Ich kenne beide und ich präferiere eine und diesen Streit darüber habe ich nicht so ganz verstanden. Wenn man die Filme sehr mag, dann ist man halt bei Margret Qarroo, weil doch viel von der Sprache für die Synchronisation genommen wurde. Gut, ja, das war's schon, würde ich sagen. Mehr habe ich leider nicht auf meinem Zettel. Falls dir noch was einfällt, was könnte man noch über die DTG erzählen, außer dass es ein. Wie bist du jetzt genau dazu gekommen? Jetzt zur DTG. Wie kommst du eigentlich dazu? Wie komme ich dazu? Ja, gerne erzähle ich meine kleine, noch junge Geschichte. Angefangen hat es mit dem Podcast wirklich. Also meine Podcast-List ist schon gut gefüllt mit Kanälen, die ich so verfolgt habe. Meist waren es so Comic und Filme, Serien, Podcast. Und dann kam mein eigener dazu. Dann kam YouTube-Kanal dazu. Ja, und dann wieder ja, bei den Podcastern. Und ich so, ja, Tolkien, ja, coole Filme. Hörst du mal rein? Und dann wurde da vorgeschwärmt zu den Tolkien-Tagen und was es da alles gibt. Und ausverkauft fast. Tausende von Leuten, ich so, bitte, Tolkien hat so eine große Reichweite hier in Deutschland. Mehr wusste ich ja erstmal da nicht. Ja, dann mal auf die Seite geguckt, ich so, okay, interessant. Discord, dann auf dem Discord geschrieben, sofort Antworten bekommen von den Leuten da. Ja, und dann musste ich auch nicht lange überlegen, dann Mitglied geworden und nach, ja, die Leute kennengelernt. Die MV verfolgt von zu Hause aus, Sehr schön. was so gegentechnisch war, ja, so fand ich ja, war ein bisschen hakelig, aber es lag wahrscheinlich auch an meiner Verbindung hier auf dem Dorfe. Aber Stellaris ist schon im Haus, muss nur noch verlegt werden. Daher wird das nächstes Mal nicht passieren, es sei denn, ich bin selbst vor Ort. Ja, und dann war ich Feuer und Flamme, dachte, jetzt musst du Mitglied werden und dann Tolkien-Tage, da willst du auf jeden Fall hin, alles mitnehmen von. Also was heißt alles als normaler Besucher erstmal? Also dieses Jahr Tickets gekauft, die höheren klassischen Tickets gleich alles mitgenommen, Zeltplatz organisiert oder Zelt auch gekauft. Das heißt, ich werde also im Zelt schlafen, was ich ja, aber das ist, keine Ahnung, seit 30 Jahren nicht mehr gemacht habe. Und ja, ich freue mich da tierisch drauf. Da hast du ja doch ein Zelt fürs Ting. Ja, vielleicht nehme ich es einfach mit. Ich frage einfach, kann ich das da? Pack doch mal ein, der Sebastian, und dann schlag's da wieder auf. Nee, also ich versuche natürlich auch, terminplantechnisch ist das natürlich wirklich, dachte ich, wow, Mann, jetzt haben die das, da kommt noch ein Seminar hinzu, Göttingen, da willst du auch mal hin. Stammtisch, Hannover, auch einmal im Monat. Also mein privater Terminkalender hat sich so ein bisschen verschoben. Mehr hin zu Tolkien-Sachen als zu anderen Sachen. Aber
Das darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. Und das Lesen generell auch. Dazu bin ich auch, ich sag mal, während Corona gekommen wieder. Was mich wirklich gezeigt hat, also du musst nicht immer das TV-Gerät anschalten. Damit Comics natürlich erstmal angefangen und dann kamen wieder nach und nach andere Star Wars-Romane hinzu und dann Tolkien wieder und dann, ja, kann ich eigentlich so am besten abschalten, so vom Tag, ne, wenn ich mir dann halt dann nochmal eine Stunde Zeit nehme und Seiten oder ne, Mittelerde besuche. Das, ja, da kann ich am besten dabei abschalten, ja. Ja, schön. Ja, spannend Se ist aber. Se Se Seminar war ich auch noch nie. Ja, Ich es klingt immer weiß. so, ich weiß auch nicht so, es klingt immer, Seminar, was muss man, ich war noch nie auf einem Seminar oder so einen Vortrag habe ich mir auch letztes Jahr zum ersten Mal auf so einer Convention angehört. Weiß ich nicht, also kann ich mir nicht drunter vorstellen, außer sitzen und zuhören. Ob ich es dann verstehe, weiß ich nicht. Aber. Ja, Vortrag und Vortrag ist ja. Ist ja nicht immer das Gleiche. Ja. Beim Ting gucke ich mir schon fast alles an. Auf Kommt man ja nicht Tolkien. weg von der Burg, dann musst du ja da. Nein, man muss man gar nicht. Aber es gibt halt sehr witzig gehaltene Vorträge, wie vom McJung zum Beispiel auf den Tolkien-Tagen. Der hat zwei oder drei Parodien geschrieben. Den Herrn der Ohrringe und der Hobknick. Und der hat erstens mal eine wunderschöne Stimme. Der liest auf den Tolkien-Tagen immer die passenden Textstellen bei meinen Liedern vorher weg. Und die Vorträge, die sind grandios. Weil die halt immer von einer Ecke zur anderen Ecke springen, von ernsthaft und eine Sichtweise, daran hast du noch nie gedacht, bis zu schallendem Gelächter, weil der das echt auch witzig gestaltet. Und dann gibt es halt Vorträge, die über die Sprache gehen oder über die Schrift gehen, wo du. Oder mir geht es so, wo du 80% nicht verstehst, weil es mir einfach zu hoch ist. Ja, da habe ich Angst vor, ein bisschen. Aber ja, aber das macht ja nichts. Ich sitze dann einfach mit offenem Mund da drin und denke mir, ey, dass sich Leute so Gedanken über diese Welt machen, ist einfach grandios. Und immer noch machen und dazu beitragen, dass der Mann in 200 Jahren nicht vergessen ist, ist einfach eine wunderbare Sache. Musst dir mal vorstellen, Johann Sebastian Bach, den hat knapp 100 Jahre war der quasi vergessen, den hat keiner mehr gekannt, bis Mendelssohn Bartholdy irgendwie das Osteroratorium, ich glaube, das war das Osteroratorium, in die Hände gekriegt hat und gesagt hat, das führe ich jetzt einfach mal auf. Ich glaube, 1860er war das. Und erst seitdem ist Johann Sebastian Bach auch als Komponist der große Meister mit den zwei anderen. Der hatte eben der hatte keine Bach-Gesellschaft, die sein Andenken quasi hochgehalten haben. Auch seine Söhne nicht. Deswegen ist es einfach eine wunderbare Sache, dass so daran festgehalten wird. Dass quasi in Ehren gehalten wird. Und eben durch so Leute, die den Verein unterstützen, weil sie die Filme toll finden. Genauso eben wie die Ja. Akademiker, die sich jeden Tag beruflich damit beschäftigen. Ja. Das waren doch schöne abschließende Worte. ja, möchtest du noch jemanden grüßen? Jemand grüßen? Ja, da überrasche ich immer alle mit. Da sagen sie, oh, jetzt muss ich überlegen. Ich will ja keinen vergessen. Nee, das wären jetzt auch viel zu Eigentlich viele. nichts. Das wären jetzt auch viel zu viele. Ich grüße alle, die ich dieses Jahr auf dem Tolkien-Tag wiedersehe, auf dem Ting wiedersehe. Ich freue mich da tierisch drauf, jetzt schon. Auf jeden Fall, ja, ich freue mich, dich da persönlich kennenzulernen. Dann. Erstmal auf Auch dem da, ja, ich grüße dich. Genau. Ja. Werden wir uns begrüßen und das ein oder andere Getränk vielleicht zu uns nehmen oder
Gebratenes, Gebackenes, irgendwas zusammen machen. Tolkien-Tage, Flammlachs, Tolkien-Ting, Spanferkel. Ich glaube, da muss ich mal die, muss ich breite die Jogginghose einpacken, wahrscheinlich wieder. Ja. Okay, ja, dann danke, dass ihr dabei dran geblieben seid bis jetzt. Und ich kann euch nur empfehlen, schaut auf die DTG-Seite, auf die Homepage und besucht gerne den Discord und kommentiert hier fleißig, teilt das Video schön und hoffen, dass wir euch bald begrüßen dürfen hier bei der DTG als Mitglied oder auch einfach nur als Tolkien-Fan. Natürlich seid ihr auch alle willkommen, zum Beispiel auf dem Discord. Da findet reger Austausch statt. Kann ich wirklich noch empfehlen. Wer wirklich viel lesen möchte, ist da genau richtig. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt. Auf dem Wege. Bleibt gesund, Erik. Es war mir eine Freude und gerne. Wir hören uns dann das nächste Mal wahrscheinlich live in Farbe auf den Tolkien-Tagen. Wir lesen uns im Discord. Genau, das auch noch. Okay, danke fürs Einschalten. Bleibt gesund da draußen und ja, lest mehr Tolkien, würde ich sagen. Lest mehr Tolkien. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.